In den letzten Jahren wurde deutlich, dass Finanzkrisen außergewöhnliche Maßnahmen des Staates erfordern. Doch solche Maßnahmen werden schwieriger, wenn zum Beispiel Staaten von Investoren vor internationalen Schiedsstellen verklagt werden können. Die Möglichkeit zu klagen ist immer häufiger in Abkommen zum Schutz von Investitionen vorgesehen und soll auch in den geplanten Abkommen der EU mit Kanada und den USA stehen. Solche Klagen bieten Unternehmen einen sehr starken Schutz ihrer Investitionen. Angeklagt werden können alle staatlichen Handlungen, die Investoren schädigen und deren Gewinne oder Gewinnerwartungen schmälern. Dabei ist die Verhandlung weitgehend geheim. Entschieden wird meist von Leuten, die für private Anwaltskanzleien arbeiten. Ein Widerspruch gegen eine Entscheidung ist nicht möglich. Durch die Entscheidungen oder auch nur durch die Angst, verklagt zu werden, wird die Politik in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt. Momentan schwelt in Europa besonders die Krise in Griechenland. Dort brach 2010 die Wirtschaftskrise voll aus. Die von der EU verordneten Sparprogramme verschlechterten die Situation zusätzlich und die Investoren drangen weiterhin auf Rückzahlung aller Schulden. Doch schließlich konnte Griechenland seine Schulden unter keinen Umständen mehr zahlen. Deshalb kam es 2012 zu einem Schuldenschnitt, bei dem die Investoren auf circa die Hälfte ihrer Forderungen verzichteten. Dafür wurden die griechischen Staatsanleihen nachträglich um eine Klausel ergänzt, bei der ein Schuldenschnitt für alle Investoren dann gilt, wenn eine große Mehrheit der Investoren zustimmt. Dies geschah dann auch. Gegen diese notwendige Maßnahme klagte anschließend ein Investor vor einem Schiedsgericht. Dabei hatte dieser die Anleihen erst gekauft, als die Krise Griechenlands und das Risiko ihrer Anleihen schon bekannt waren. Sollte die Klage Erfolg haben, würden wenige Investoren Gewinne auf Kosten vieler Menschen in Griechenland machen. Und jeder zukünftige Schuldenschnitt in der EU droht ebenfalls Gegenstand einer Klage zu werden. Ein weiteres Beispiel für die fatale Wirkung der Schiedsverfahren ist die Bankenrettung in Zypern. Die größte Bank des Landes musste 2013 verstaatlicht werden. Hierbei wurden Vermögende zur Kasse gebeten, von denen viele zuvor die Steuervorteile Zyperns genossen hatten. Ein Investor beklagt nun die Bankenrettung als Enteignung, obwohl die Bank damals bankrott und damit wertlos war. Auch hier gilt, hätte diese Klage Erfolg, könnte die Politik in Zukunft viel schwerer die Vermögenden für Krisenkosten aufkommen lassen. Während die Klagen gegen Griechenland und Zypern noch laufen, gibt es andere Staaten, wo sie schon erfolgreich waren. So war Argentinien um 2000 in einer schweren Krise. Die Regierung rief den Notstand aus und ergriff weitreichende Maßnahmen, um noch mehr Schaden von der Bevölkerung abzuwenden. Die Währung wurde abgewertet und Staatsschulden wurden nicht mehr zurückgezahlt. Deswegen klagten Investoren in Milliardenhöhe gegen Argentinien und gewannen vielfach. Vergangenes Jahr willigte Argentinien ein, nachträglich viel Geld zu zahlen, doch eigentlich hat das Land gerade jetzt wieder wirtschaftliche Probleme. Finanzkrisen mit allen nötigen Mitteln im Interesse der Bevölkerung zu bekämpfen, ist das Recht und die Pflicht von Staaten. Dies wird durch die Schiedsverfahren den Gewinninteressen von Unternehmen untergeordnet. Dagegen müssen wir uns wehren.